Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir versammeln hier uns jeden Morgen um 8 Uhr, um über das wichtigste Buch neben der Bhagavad Gita, der Vaishnavas, der Anhänger des Krishna-Bewusstseins, zu sprechen. Und heute haben wir einen besonderen Special Guest in unseren Reihen, nämlich unseren lieben Jaigora Prabhu aus Hamburg. Hare Krishna, Jaigora. Hare Bol. Hare Krishna. Ich möchte ihn euch auch gerne kurz mal vorstellen. Für alle, die heute das erste Mal zugeschaltet haben oder zur YouTube-hörenden Nachwelt gehören, wir haben unten in der Videobeschreibung einen Zugangslink, wie man sich direkt zu dieser Zoom-Konferenz einloggen kann mit dem Passwort MTB. Und das machen wir jeden Morgen um 8 Uhr. Und heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich einen direkt von Srila Prabhupada eingeweihten Schüler, nämlich Jaigora Prabhu. Jaigora Prabhu kam das erste Mal mit dem Krishna-Bewusstsein im Jahre 1970 in Berührung und ist dann auch prompt im Alter von 20 Jahren, ist das richtig? 18, ne? Mit 18, tatsächlich. Mit 18 Jahren, also kaum hatte er die Volljährigkeit erreicht, hat er alles stehen und liegen gelassen und ist dann in den einen der ersten, ich glaube, es war der zweite, die zweite Adresse des Krishna-Bewusstseins, wo man direkt hingehen konnte. Also es gab einen Tempel in der Hamburger Bartelstraße im Schanzenviertel, im berühmt-berüchtigten Schanzenviertel. Und dort hatten die Devotis dann einen Lagerraum oder ein paar Lagerräume. Oder es war, glaube ich, ein ausrangierter Kindergarten. Nee, das war es erst später. Es war ein Lagerraum. Und der wurde dann von den Devotis gemietet. Und daraus war dann so der erste oder der zweite Hare Krishna-Tempel. Und Jaigora Prabhu ist im Alter von 18 Jahren dort eingezogen. Er gehört also zu dem Hare Krishna Urgestein in Deutschland und hat sich dann für viele Jahre auch in der spirituellen Bücherverteilung betätigt. Er ist von Stadt zu Stadt gereist und hat dort dann den Menschen Krishna-bewusste Literatur angeboten, hat dann geheiratet und eine ziemlich große Familie gegründet. Er ist Vater von 9 Kindern und bereits auch Großvater. Also er ist das gute Beispiel dafür, dass man auch als Familienmann im Krishna-Bewusstsein, dass man das alles auch machen kann. Er hat seitdem ganz ernsthaft am Krishna-Bewusstsein festgehalten. Jeden Tag chantet er auf dieser, ich zeige sie euch mal kurz, Japa. Kette. Wir hatten vor ein paar Tagen ein kleines Seminar hier. Chantet er jeden Tag auf dieser Gebetskette 16 Runden und hat auch in Hamburg einen Fahrradladen, wo er Fahrräder verkauft, vorwiegend an Studenten. Und er ist auch ein gutes Beispiel, darüber werden wir heute sicherlich auch etwas sprechen, über das Yukta-Vairagya-Prinzip. Das ist, wie man alle seine Tätigkeiten in Krishnas Dienst stellen kann.
und wie man zum Beispiel auch seine, seinen geschäftlichen Gewinn in Krishna-Bewusstsein stellt. Seitdem ich denken kann, ist Jaigora Prabhu maßgeblich daran beteiligt, dass in Hamburg jeden Sonntag ein Sonntagsfest stattfindet, dass es eine Anlaufstelle gibt. Und das ist schon sehr bewundernswert, wenn man bedenkt, er hat auch noch 9 Kinder, er hat einen Fahrradladen. Und es gibt Gespräche darüber, dass Jaigora Prabhu auch als ein offizieller einweihender spiritueller Meister bald fungieren wird. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ja, Jaigora Prabhu, der Ablauf ist so, wir wollen uns heute einem Abschnitt des Srimad Bhagavatams zuwenden. Wir gehen das chronologisch durch und freuen, dass wir dich heute hier als Experten dabei haben. Und bevor wir das machen, chante ich noch ein paar glückverheißende Gebete. Moment, da müsste ich nur mal kurz auf die richtige Seite gehen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. Okay. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Jaigora Prabhu, vielleicht magst du den nächsten Vers chanten. Narayanam Namaskritya Naram Chayam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, den höchsten, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Krishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, ist wahrscheinlich, ne? Und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietung darbringen. Nashta Praeshva Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, den blende ich euch ein. Kann man den jetzt sehen? Den Text von Bhagavatam? Ja, jetzt kommt er. Gut, super. Okay, ich lese es euch kurz mal vor. Also, wir sind heute an folgender Stelle. Sri Ramananda Roy erwähnte daraufhin die Entsagung fruchtbringender Handlungen zugunsten des Herrn. Die Bhagavad Gita 9,27 unterweist uns in diesem Zusammenhang. Alles, was du tust, alles, was du isst, alles, was du fortgibst, sowie alle Bußen, die du dir auferlegst, opfere mir allein. Diese Stelle gibt zu verstehen, dass die Persönlichkeit Gottes eine Stufe höher steht als die unpersönliche Auffassung des Varna-Shrama-Systems. Doch immer noch nicht wird die Beziehung zwischen dem Lebewesen und dem Herrn deutlich. Der Herr lehnte deshalb diesen Vorschlag ab und bat Ramananda Roy fortzufahren. Ganz kurz, damit wir verstehen, worum es geht. Wir befinden uns hier in einem Gespräch zwischen Sri Chaitanya und einem großen Gottgeweihten namens Ramananda Roy, die sich in Südindien trafen. Und weil dieser Ramananda Roy so fortgeschritten war, also er war auf der höchsten Stufe der Krishna Prema, bat er ihn zu erklären, wie man dieses höchste Ziel des menschlichen Lebens erreicht. Und was interessant ist, Ramananda Roy fing erst bei Dingen an, die zwar alle richtig sind, aber die noch nicht die höchste Stufe präsentieren. Er präsentierte das
und guckte, ob Lord Chaitanya damit zufrieden war. Und Lord Chaitanya, jedes Mal sagte er, ja, das ist alles ganz gut und schön, aber das ist noch nicht die höchste Stufe. Kannst du nicht noch weitergehen? Und so ging er immer weiter und weiter, bis er dann endlich an einem Punkt war, wo man verstand, es geht um reine Liebe zu Gott und die Geweihten, die das am meisten verkörpern, sind die Kuhhirtenmädchen von Vrindavan, also eine sehr hohe Stufe, über die man auch nicht immer gleich sofort sprechen sollte. Ja, und hier beschreibt er etwas, was wir auch Yukta Vairagya nennen. Und da haben wir es mit Jaigora Prabhu um eine, finde ich, echte Autorität zu tun. Jaigora Prabhu, wie bist du, oder ich frage mal so, wie bist du das erste Mal diesem Prinzip Yukta Vairagya begegnet? Und bevor du uns das sagst, erklär uns doch einmal ganz kurz, was das ist. Yukta Vairagya. Ja, das steht ja in dem Vers, ne? Alles, was du tust, alles, was du isst und fortgibst, sollte man für Krishna tun. Das ist ja Arjuna, hat ja auch seine Fähigkeit zu kämpfen in den Dienst Krishnas gestellt. Wir sollen alle unsere Fähigkeiten in den Dienst Krishnas stellen. Das ist ja unser Dharma. Und wenn wir unser Dharma erstmal erkennen sowieso und dann dieses Dharma in den Dienst Krishna stellen, sind wir in Harmonie und auch glücklich und das Ergebnis ist optimal und wir sind ein Teil des Schöpfung und so in Harmonie und glücklich. Ne? Das ist die Idee. So die meiste Zeit arbeiten wir ja auch, also zumindest wenn man verheiratet ist. Und dann sollte man eben auch einen Teil dieses Geldes, was man da eingenommen hat, zu Krishna geben. Das ist so die Idee, aber das wird ja meistens nicht gemacht. Mhm. Also Prabhupada hat davon gesprochen, 50% zu geben. Mhm. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge. 50% vom ganzen Verdienst oder? Genau, das war ja das Thema von Rupa und Sanatan Goswami, die hatten so ein Goldboot voller Goldmünzen gesammelt im Laufe ihrer Arbeit da als Diener von diesem Muslim-Herrscher. Als Minister. Und dieses Gold hatten sie gespart. So, das heißt, das war Geld, was übrig war, was sie eigentlich zur Seite legen konnten. Und das war natürlich ein riesiges Boot mit Goldmünzen und davon haben sie die Hälfte gegeben. Okay. Das ist noch das andere Beispiel von Bilvamanga Thakur, nicht Bilvamanga, Kulaveta Sridhar. Der hatte eine Bananenplantage und war eigentlich sehr arm, aber er hat die Hälfte seines Einkommens gespendet, obwohl er sehr wenig hatte. Aber in Indien möglicherweise braucht man auch nicht so viel und er hat da ganz einfach gelebt. So diese beiden Beispiele habe ich mir das sind ja die Vorbilder sozusagen. Mhm. Ja, und dann hatte ich mal ein Problem, dass ich habe Antiquitätenladen gehabt. Sieht man an deinem Raum übrigens, dass du dich für Antiquitäten begeisterst. Ja, woran sieht man das? Ich sehe diese Krishna-Statue, schöne alte Bilderrahmen. So, ja, so ist ja, zumindest habe ich dann hatte ich dann auch 3 Jahre Süßigkeiten hergestellt. Das sind so, die jetzt Vishwadev und macht. Ich habe die später die ganze Produktion an Vishwadev, Rasapada, wer die noch kennt. Mhm. An ihn habe ich das verkauft, was ich dann noch hatte. Und das hat dann später Vishwadev übernommen. Und diese Produktion hatte ich 3 Jahre gemacht, aber habe dann kein Geld gespendet, weil ich hatte gedacht, ich mache einfach Prasada und das ist im Sinne Krishnas und dann müsste mich Krishna eigentlich unterstützen, weil das ja Prasadam ist. Aber das hat er nicht gemacht. Also ich hatte dann am Schluss ungefähr 20.000 D-Mark Schulden. Er hatte eine GmbH gegründet, hatte einen Bäckermeister eingestellt, das war notwendig. Hatte diese 20.000 Mark Schulden und ist dann in die Insolvenz gegangen.
habe dann an Rasapada das alles verkauft für 5.000. Aber hatte diese Schulden noch. Und dann habe ich wieder so einen Antikladen aufgemacht. Das hieß Altelter Antik. Und dann, dann irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Kein Geld mehr, hatte 700 Mark. Und dann war ich praktisch so ähnlich in der Situation wie Drupadi, wo sie an ihrem Sari ziehen und sie hebt dann die Hände für Krishnas Hilfe und hat dann losgelassen und Dushasan hat gezogen. Ja. An ihrem Sari. So, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gebe jetzt einfach eine Spende zum Tempel. Die 700 Mark, das letztliche Geld, was ich noch habe. Einfach so, zack. Und das war Purnam Amavasya in Pinneberg, hatte ihren Tempel da. Und da habe ich denen die 700 Mark gegeben. Okay. Und dann habe ich 2 Tage später... Du hattest praktisch kein Geld mehr. Nee, ich hatte nichts mehr. Ich hatte den Laden, habe da ein paar Sachen drin stehen gehabt. Aber hatte auch die ganzen Schulden, die da auf mich da warteten, dass ich die bezahle. Und dann kam plötzlich so ein Kunde rein und meinte, er hat da so einen Freund von ihm, seine Frau ist gestorben, die haben da so ein Riesenhaus, 4 Stockwerke Haus voll mit Sachen und du kannst alles haben, musst so 1.000 Mark bezahlen und gibst mir ein Bild, was ich haben will, so ein Ölbild und guckst dir das mal an. Und das war in Finkenwerder, Hamburg-Finkenwerder, so ein 4-stöckiges Haus, der hatte so eine Down-Reinigungsfirma und hat seine Frau war gestorben, der war Rentner, wollte das alles nicht mehr haben. Und dann habe ich das genommen und da waren dann so richtig alte Möbel drin, eine Bibliothek, vollgestopft mit Sachen. Und dann habe ich innerhalb von einem Monat habe ich das alles verkauft und habe dann die 20.000 Mark gemacht mit diesen ganzen Sachen. Wow. Und dann habe ich gemerkt, Krishna kann alles machen. Krishna kann einem sofort irgendwie das Geld geben, wenn du es brauchst. Er kann irgendwas arrangieren. Und kann dir das Geld auch sofort wieder wegnehmen. Er kann dir das alles wieder wegnehmen. Und dann habe ich mir, da war irgendwo eine Werbung, wie du deine materiellen Probleme für immer löst. Da gab es ein Buch. Das war eigentlich nur so ein Heft. Das kostete 100 Mark. Und das habe ich, davor oder danach, das habe ich mir dann gekauft. Das war dann so ein dünnes Heft für 100 Mark. Aber da war beschrieben, wenn man 10% gibt zu einem Zweck, wo man sich mit identifiziert und wenn man gleichzeitig positive, das war so beschrieben in dem Buch, wenn man positive Wünsche entwickelt, dann werden die Energien, also die Energien Lakshmis letztlich, werden zu dir durchfließen. Weil das Geld fließt überall in der ganzen Welt, fließt Geldströme, aber die fließen manchmal nicht durch dich durch, sondern woanders längst. Und das ist die Kunst, das Geld durch dich durchfließen zu lassen. Und dazu musst du das Geld anziehen. Und das, wie ziehst du an, indem du es weggibst? Das ist so wie Lakshmi, die Glücksgöttin. Du gibst etwas zu der Glücksgöttin und die Glücksgöttin sieht, dass du losgelöst bist und dann gibt sie dir mehr. Gibt sie wieder neu. So, das ist einfach so das Geheimnis. Also du gibst, das ich dann einfach, du gibst das Geld der Glücksgöttin, damit die Glücksgöttin, weil sie ja die Ehefrau von Narayan, von Krishna ist, sie gibt dann das Geld zu Krishna. Ja, das entsteht so eine Art Sog. Du gibst etwas weg und dadurch entsteht so eine Art Vakuum. Ja, so ein Vakuum. Du hast gezeigt, dass du losgelöst bist. Und das Geld ist ja so eine Sache, wo man unheimlich angehaftet ist. Ja. Und wo da so eine richtige Gier auch mit zusammenhängt mit dem Geld und so eine Abhängigkeit. Und Krishna sagt, alles, was du brauchst, gibt er dir, alles, was du hast, erhält er dir. So, aber manchmal scheinbar nicht. So, aber in dem Moment, wo du von dir aus was gibst, dann fängt das an, dass er das tut. Das war meine Erfahrung. Und dann habe ich gemerkt, das war so eine sehr starke Reaktion auf diese 700 Mark, die ich da gegeben habe. Da habe ich angefangen, das umzusetzen in der Praxis, indem ich mir so ein Buch
besorgt habe und alles Geld, was zu dir gekommen ist, was zu mir gekommen ist, habe ich mir aufgeschrieben. Geburtstag schenkt dir die jemand 100 Mark oder du hast im Laden so und so viel Geld eingenommen. Habe ich mir alles aufgeschrieben und dann immer davon 10% gegeben. Weil die Idee war, wenn du, sagen wir mal, 2000 jetzt in Euro, du verdienst 2000 Euro und du hast eine ganze Menge Ausgaben, so Miete und Heizung und Strom und Kleidung und so weiter, Nahrung. Dann würde man, sagen wir mal, so, wenn du jetzt normal Geld gibst und nicht verschwenderisch bist, 1600 ausgeben müssen für deine ganzen täglichen Ausgaben und monatlichen Ausgaben. Und 400 hast du über. So, das ist das, was du über hast. Und davon 50% sind 200. Und 200 sind 10% von den 2000. So, da habe ich dann, habe ich mir das, okay, das ist eigentlich, was Prabhupada wollte. Ich habe einmal auch, eine Zeit lang habe ich 50% gegeben, was immer zu mir gekommen ist. Und da hatte ich tatsächlich zu wenig Geld. Also mit anderen Worten, es gibt ja im Christentum auch dieses Prinzip des Zehnten, dass man genau. dem... Es gibt auch im Islam die fünf Säulen des Islam und eine davon ist, dass man Spenden geben sollte. Also mit anderen Worten, dieser christliche Zehnte deckt sich mit dem Vaishnava-Prinzip der 50% der Ersparnisse. Das war meine Erkenntnis, ja. Ah, okay. Das habe ich einfach ausprobiert, obwohl ich... Weil ich sehe das hier auch gerade im Chatfenster, Jaigora. Da schreibt der Manuel, also ich habe gehört, man solle zuerst alle Lebenskosten bezahlen und dann vom Rest 50%. Genau, das ist das Prinzip. Ah, super. Genau, natürlich, wenn du denn, und dann, sagen wir mal, du gibst diese 10% und dann könnte die Frau argumentieren, wir brauchen eine neue Jacke für das Kind und dies und das und jenes. Aber dann gibt es und hier spricht Jaigora aus Erfahrung. Ich möchte noch mal daran erinnern, er hat 9 Kinder. Er hat sicherlich schon öfters mal so einen Satz gehört. Ja, ja. Das, und dann gibt dir aber Krishna die Intelligenz, die Sachen billiger zu bekommen und was auch immer. Oder Krishna, die Nachbarn bei uns haben, wir haben 9 Kinder, die haben uns säckeweise Kleidung geschenkt, weil die wussten, wir haben so viele Kinder. Und so weiter. Und dadurch... letztlich gibt der Krishna die Intelligenz, alle möglichen Sachen zu arrangieren aus der Ferne. Weil du denkst, du hast immer alles unter Kontrolle oder du versuchst, alles unter Kontrolle zu bekommen. Das kannst du ja nicht. Und so merkst du, dass Krishna mit dir zusammenarbeitet, wenn du das tust, wenn du diese 10% gibst. Dann kommt dieser Vers zur Geltung. Krishna gibt dir alles, was du brauchst und erhält alles, was du hast. Weil ich habe viele Sachen erlebt dann im Laufe der Jahre. Ich mache das jetzt, also mit 40 habe ich angefangen. Nach diesem Prinzip zu leben. Ja, genau. Und bin jetzt 68, also 28 Jahre gebe ich das, diese 10%. Und habe viele Sachen erlebt, so mystische Sachen, sagen wir mal in gewisser Weise, wo Krishna dir, wo du gemerkt hast, Krishna hat die Hand im Spiel. Ne? Das war meine Stiefmutter, wollte mich um das Erbe bringen von dem Haus, was von meinem Vater. Und dann hat sie sich selber ausgetrickst durch so einen Notar, der ihr eine falsche Anweisung gegeben hat. Und dann hat sie sich selber ausgetrickst. Und so, ganz viele solche Sachen sind passiert. Also mit anderen Worten, oft herrscht ja so die Meinung, Geld sei etwas Materialistisches. Sobald du mit Geld zu tun hast, kannst du kein spiritueller Mensch sein. Ist das richtig? Ja, Geld ist eine Energie. Ne? Du arbeitest für irgendwas und du bekommst dieses Geld in Form von, ist ja ein Tauschobjekt oder eine Energie und letztlich die Glückswette in Lakshmi. Das ist ja letztlich nichts anderes als deine Energie. Eine Form von komprimierter Energie und diese Energie, die du tagtäglich da rein investierst, die sollte in den Dienst Krishnas gestellt werden. Das ist ja, was der Vers sagt auch. Und das ist, was Prabhupada gesagt hat und das wir aber nicht machen, viele Devotees, oder nicht wirklich verstehen. Also Geld ist eine Energie, die auch von Krishna kommt. Das sowieso, ja. Natürlich haben wir so Inflation möglicherweise. Oder, aber letztlich ist das Geld eine Energie und diese Energie, wenn du die in den Dienst Krishna stellst, wird die Tätigkeit transspiritualisiert. Das heißt, du arbeitest, das habe ich letztens auch gerade gelesen, obwohl ich das,
Das heißt, diese Arbeit, die du normalerweise dann tust, vielleicht irgendwie im Büro sitzen oder so, im Laden stehen, die wird dann zu einer spirituellen Bhakti-Yoga-Tätigkeit. Wenn du dein, das ist, was Krishna sagt in der Bhagavad Gita zu Arjuna, kämpfe für mich, dann wird diese Tätigkeit zu einem hingebungsvollen Dienst. Aber das kannst du nur, wenn du das spendest. Die Mikrofone bitte ausmachen. Einer unserer Gäste, der sie arrangiert gerade ihre Kamera. Sollst du auch gerne machen, nur bitte mach das Mikrofon dabei aus, sonst hört man jedes Geräusch. Danke. Genau, du wirst dann sozusagen unter einem Schutzschirm. Ja. Du bekommst so einen spirituellen Schutzschirm. Das ist dein Dharma. Also ich habe ja, als ich Brahmachari war, hatte ich dann diesen Übergang zum Haushälter-Ashram. Mhm. Und der Haushälter-Ashram ist ein ganz anderer Ashram. Und andere Regeln sind da plötzlich. Wenn du als Brahmachari in einem Raum bist mit einer Frau, folgst du nicht dem Vanashram Dharma, sondern du bist dann in Maya eigentlich, als Brahmachari, so ja, alleine in einem Raum sitzen. Aber wenn du plötzlich verheiratet bist, bist du alleine in einem Raum mit einer Frau. So, und dann herrscht aber ein anderes Dharma oder ein anderes, die Regeln sind dann anders plötzlich. Aber da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber man ist dann unter einem Schutzschirm, weil du deinem Dharma folgst. So, deswegen, dieser Schutzschirm macht dich friedlich im Geist. Darum geht es eigentlich. Wir müssen friedlich werden im Geist, um Krishna bewusst zu werden. Und deswegen müssen wir uns abhängig machen von Krishna. Und dann werden wir friedlich im Geist. Das ist das eigentlich das entscheidendste Resultat von diesem Geldgeben. Okay. Wir kriegen natürlich auch wieder Geld zurück. Und das heißt, wenn du Geld gibst, kriegst du Geld zurück. Das ist wie so ein Kreislauf, ne? Also wenn sich Blut aufstaut im Körper, dann gibt es irgendwann einen Herzinfarkt. Aber wenn man das Blut fließen lässt, dann kommt ja wieder frisches Blut hinterher. Ja, aber eigentlich als Devoti, Vaishnava, wenn wir Shiva verehren würden, würden wir vielleicht reich werden. Aber als Vaishnava werden wir vielleicht nicht so mega reich. Weil Krishna will auch nicht, dass wir angehaftet werden an diesem Mega-Reichtum. Aber wir kriegen alles, was wir brauchen. Und eigentlich alles wunderbar. Wir brauchen ja auch nicht so viel. Aber wir werden friedlich im Geist. Darum geht es eigentlich. Mhm. Jaigora, ich gucke mal kurz hier im Chatfenster, ob es da vielleicht konkrete Fragen gibt. Ja. Mal gucken. Die Martina schreibt hier, die Frage ist gut und was die Hälfte würde ich das tun, müsste ich in einen Tempel ziehen, denn ich könnte die Unterkunft nicht mehr bezahlen. Okay, ich glaube aber, das hat sich im Verlauf des Gespräches geklärt. Oder Martina? Sonst melde dich gerne nochmal. Gut, hat sich geklärt. Super. Und weiter geht's hier. Das hatten wir auch schon besprochen. Ja, falls ihr noch eine konkrete Frage habt, bitte tippt einfach so 3-4 Fragezeichen davor. Dann kann ich sofort sehen, dass das eine Frage ist. Ich mache euch hier mal ein Beispiel. Wenn da jemand noch eine konkrete Frage hat, kann er sich jetzt auch mit dem Mikrofon direkt hier einklinken. Ja, ansonsten. Muss ich natürlich tatsächlich immer überwinden. Ne? Jedes Mal für mich selber auch. Jetzt in der Corona-Krise hatte ich gerade wieder, ich habe dann sozusagen, wenn ich 10.000 Euro Umsatz habe, gebe ich 1.000 als Spende. Ich gebe nicht jeden Tag 50 Cent oder 3 Euro oder was auch immer. Ich sammle das. Mhm. Und wenn ich 10.000 zusammen habe, gebe ich 1.000. Und jetzt hatte ich in der Corona-Krise mitten in dem ganzen Chaos, wo es gerade am höchsten Punkt war, wo man denkt, das ist alles Chaos, man weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht, musste ich diese 1.000 Euro geben. So, dann habe ich auch schon wieder, Krishna hat mich auch getestet, mache ich das jetzt und so, oder setze ich das mal aus, jetzt brauche ich, so, ne? Krishna testet dann. Und dann habe ich, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann plötzlich ging es wieder weiter.
den Laden, konnte den Laden aufmachen, Fahrräder konnte man ja weiterverkaufen übers Internet. So, Krishna, es ist immer wieder ein neuer Test. Mhm. Ja, ich finde das ganz toll, Jaigora. Du bist so ein Beispiel, wie man selbst so als so geschäftiger Familien- und Businessman da auch so große Verwirklichung von Krishna machen kann. Man muss also nicht unbedingt in eine Höhle in den Himalaya einziehen und sich von allen weltlichen Tätigkeiten völlig abschotten, sondern man kann auch sehr hohe spirituelle Erkenntnisse erzielen, indem man wie du diesem Prinzip Arjunas folgt. Arjuna wurde ja auch angewiesen, seinem Dharma als Krieger weiter zu folgen, aber eben mit einem spirituellen Bewusstsein. Genau. Ich lese hier auch gerade ganz kurz. Ja, mach mal. Ich lese hier gerade von Gora Nataraj. Ich kann die Erfahrung teilen. Als ich in Hannover gepredigt habe, war ich freiberuflich tätig. Und meistens kam alles an Geld, was nötig war, immer rechtzeitig zurück. Oft auch auf dem letzten Drücker. Genau. Und Dandatrik schreibt, im Islam bauen die Gläubigen erst eine Moschee, dann ihr eigenes Häusle. Genau, das gibt so eine christliche Gemeinde in den USA, wo alle Mitglieder, sind ungefähr 6.000 Mitglieder, 10% geben, definitiv. Mhm. Und die haben so ein eigenes, also einen eigenen Kirche mit Gemeinde, und die sind alle sehr, sehr, sehr wohlhabend. Und die haben in ihrer Gemeinde auch die haben dann so eine Hilfe für Probleme in der Ehe und Kindergarten, und alles wird für die gesorgt. Das ist eigentlich so, wenn die Haushälter Geld geben zum Tempel, war meine Erfahrung. Normalerweise, früher war das so, dass die Haushälter waren nutzlos. Ne? Ja, in der früheren Zeit galten Haushälter als nutzlos, weil sie nichts gemacht haben für den Tempel. Sie haben nur Pizza gegessen und sich ein schönes Leben gemacht. Die Brahmacharis sind rausgegangen, haben sich aufgeopfert, und die Haushälter sind nur ein Maya gewesen und galten als nutzlos. Aber in dem Moment, wo sie Geld geben, dann ist das so praktisch, dass die Brahmacharis die Aufgabe haben, diesen Haushältern sich um die zu kümmern, weil sie ja auch erhalten werden von denen. Und dann der Service der Brahmachari und Sannyasis ist eigentlich, die Haushälter zu inspirieren. Aber nicht mit dem Bewusstsein, die sind nutzlos, sondern es ist eine Kooperation. Und dann plötzlich macht das alles Sinn. Mhm. Die werden respektiert, weil sie die Brahmacharis unterhalten. Die Brahmacharis müssen nicht rausgehen, um Geld zu sammeln, was manchmal der Fall ist, weil die Tempel kein Geld haben, müssen die Brahmacharis raus und dann Sticker verkaufen oder Paintings oder... Also Sticker sind Aufkleber und Paintings sind Ölgemälde. Genau, was auch eine Zeit lang mal gängig war. Oder überhaupt Geld denken, sondern die werden erhalten, können sich um das spirituelle Leben vollkommen kümmern, sind auch frei in ihrem Geist, aber sie haben das Bewusstsein, okay, ich muss den Haushältern auch was Gutes tun, weil die unterhalten mich und die sind nicht nutzlos und die sind auch Devotees. Und so weiter. Und so gibt es einen Austausch von Haushältern und Brahmacharis in einer sehr harmonischen, spirituellen Art und Weise. Und deswegen, das ist eine gesunde Situation, die oft, die noch nicht so richtig gesehen wird in ISKCON, glaube ich. Ja, also der Gora Nataraj schreibt hier, man kann das auch mit einem Körper vergleichen. Es wird ja auch in den Veden oft beschrieben, dass diese verschiedenen Varnas und auch die Ashramas mit verschiedenen Körperteilen verglichen werden, die, wenn sie zusammenarbeiten, dann für die Gesundheit des Körpers auch sorgen. Genau. Und Jaigora, ich muss etwas auf die Uhr gucken. Genau. Die Gefahr ist, wenn man so einen Gast wie dich hat, da könnte man locker jetzt so 2-3 Stunden weiter in den Tag rein plaudern und sehr schöne spirituelle Gespräche führen. Aber wir werden dich auf jeden Fall auch gerne wieder einladen, und dann kannst du auch gerne mal vielleicht mal deine Lebensgeschichte oder so erzählen. Das war auch mal meine Idee. Eine Frage hier noch von
Manuel, soll man alle Spenden an den gleichen Ort geben oder kann man sie auch aufteilen? Genau, also man soll sich mit dem, wo man hinspendet, identifizieren und denken, okay, das ist eine gute Idee, dorthin zu spenden. Also ich habe auch oft gesplittet, ich habe auch gewechselt, wenn ich da nicht zufrieden war mit denen. Deswegen ist auch so zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich gebe das dem Tempel, aber das heißt, der Tempel ist dann auch verpflichtet, das Geld richtig zu benutzen. Ne? So, ich habe eine Zeit lang dem BBT gespendet, jetzt habe ich dem Hamburger Tempel gespendet, dann habe ich das Buch für Krishna Chetra Swami über wie heißt das, Kuhschutz habe ich gespendet. Okay. Und dann habe ich Bhagavatamrita habe ich auch Geld gespendet für die Drucken von dem Buch. So, man muss sich das angucken. Man kann da flexibel bleiben, ne? Ja, das ist, man muss nicht irgendwo spenden, wo man nicht sich mit identifiziert. Das ist die Freiheit eines Haushaltes. Genau. Toll. Ja, Jaigora Prabhu, ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für deine Teilnahme hier. Wir haben jetzt 8.36 Uhr und ja, für die Zuschauer, die jetzt vielleicht nachträglich auf YouTube einschalten, man kann hier jeden Morgen live teilnehmen an unserer Konferenz, immer von 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Manchmal überziehen wir auch ein paar Minuten, da zählen wir jetzt nicht die Erbsen. Und wenn es euch nicht möglich sein sollte, vielleicht aus beruflichen Gründen, vielleicht seid ihr Pilot und fliegt gerade von Helsinki nach München und könnt nicht direkt bei der Zoom-Session teilnehmen, weil ihr vielleicht euch auf die Landebahn konzentrieren müsst, dann kann man natürlich diesen Kanal auch abonnieren, das nachträglich hören. Und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank an alle Live-Zuschauer auch, die hier so zahlreich dabei waren. Ich bedanke mich bei Krishna Chandra, bei Goranataraj, bei Dietmar, Philipp Lorenzo, bei Halada, bei Silke, bei Martina aus Ostfriesland bist du, glaube ich, ne? Ja. Aus Manuel aus der Schweiz, also genau in die andere Richtung. Und auch an Micha und auch an unseren lieben Felix Optimiso aus dem Schwarzwald. Vielen Dank für euer Kommen. Und wir haben morgen wieder um 8 Uhr hier unsere Session. Da geht es dann weiter mit dem Bhagavatam. Am Freitag haben wir eine reine Questions and Answers Session. Da wird uns der Krishna Prema Rupa aus Zürich auch wieder bei unterstützen. Und am Wochenende gibt es auch wieder die ein oder andere Überraschung. Also stay tuned. Und wir können ja einmal nochmal alle unsere Mikrofone einschalten und auf Kommando den Hare Krishna Maha Mantra chanten, um so den Virus des Krishna-Bewusstseins weiter in das Universum hineinzupusten. Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bis bald. Hare Krishna.